Botschaft des heiligen Erzengels Michael. An Lourdes Maria. 20. Februar 2019. Ihr Geliebten Gottes. Ich lade euch dazu ein, euch im Guten vorzubereiten, aus nach Gott gerichtetem freiem Willen. Die Menschheit wird mehr und mehr zur Massenware und mit dieser steigenden Tendenz dominiert das Böse eine große Mehrheit der menschlichen Kreaturen. Für das Böse ist es schwer, die Menschen einzeln anzugreifen, deshalb vereint es sie in den gleichen widerrechtlichen Vergnügen und sündhaften Handlungen. So schafft das Böse es, dass das Widerrechtliche als richtig angesehen wird. Volk Gottes, der Mensch bewahrt ein Bedürfnis der Einigkeit in sich, das Böse nutzt dies, um ihn davon zu überzeugen, dass er der Mehrheit folgen muss, um akzeptiert zu werden. In diesem Prozess verliert der Mensch sich, überzeugt von den Anführern der Welt und beleidigt somit schwer die hochheilige Dreifaltigkeit und unsere Königin und Mutter. Wenn die menschliche Kreatur sich auf den breiten Weg der weltlichen Genüsse und Vergnügen begibt, wird sie von ihnen eingehüllt und dazu gebracht, die göttlichen Rufe zu ignorieren. Menschheit, vertiefe dich in die Beziehung zu Gott, bevor die Nacht hereinbricht, eile herbei, unter den Schutz Gottes, entferne dich nicht von der Königin und Mutter, das Böse bleibt wachsam, um euch zu zerstreuen. Es sind die Augenblicke, in denen der Dämon die menschlichen Kreaturen belastet und ermüdet, die sie näher an ihn bringen. Er übersättigt sie in geistiger Ermüdung, damit sie sich der Perversion hingeben und so auch ihre Brüder verderben. Kinder Gottes, lasst euch nicht ablenken und werdet nicht unvernünftig, ihr seid gesegnet mit der Kenntnis über die Offenbarungen, die unser König und Herr Jesus Christus und unsere Königin und Mutter, die allerheiligste Jungfrau Maria, der Welt gegeben haben. Es ist die Liebe des Himmels, damit das Volk Gottes nicht verloren geht. Die Geduld des Menschen wird auf die Probe gestellt, die Königin und Mutter der Menschheit hat den göttlichen Arm aufgehalten, damit ihr die Möglichkeit bekommt, euch zu bekehren und so mehr Seelen gerettet werden können. Das Böse weiß dies und flüstert dem Menschen ein, dass noch genug Zeit ist und sich noch nichts erfüllt hat, was eine Lüge und Täuschung ist, damit ihr verloren geht. Schaut, wie sich vor euren Augen alles erfüllt, was vom Himmel vorhergesagt wurde, und das, was noch fehlt, solltet ihr euch nicht wünschen, wenn ihr nicht vorbereitet seid. Unsere Königin und Mutter, die Mutter der Menschheit, hat für euch vor der hochheiligen Dreifaltigkeit Berufung eingelegt, damit die göttliche Barmherzigkeit auf die Menschheit hinabströmt. Und wie antwortet ihr darauf? Ihr rebelliert und empfindet keine Reue für so viel Schlechtigkeit, vielmehr mögt ihr sie. Die heiligen Herzen werden ständig beleidigt, die menschliche Gleichgültigkeit Gott gegenüber beschränkt den geistigen Aufstieg. Die Dämonen konzentrieren sich darauf, das Volk Gottes zu zerstreuen, sie warten nicht, sondern invadieren den menschlichen Verstand, der empfänglich ist für den Dämon, der das göttliche Gesetz bricht. Dieser gibt das Böse für das Gute aus, er lässt die Menschen unvernünftig und stolz werden und lässt sie im Glauben, dass sie die Besten sein müssen, noch vor ihren Brüdern, hochmütige Kreaturen, hochmütig, missgünstig, das Ego, das Ego, das Ego. Deshalb komme ich, um euch zu warnen, wisst Bescheid über die Natur und dass deren Veränderungen immer drastischer sein werden, so drastisch, wie ihr es noch nie erlebt haben werdet. Die Erde wird konstant in Gefahr schweben, die Beziehung zwischen Ost und West spitzt sich zu, man provoziert sich gegenseitig, bis sie an einen Punkt kommen, der für die ganze Menschheit bedauerliche Konsequenzen haben wird. Die Kirche Christi schreitet nicht voran, sondern fällt zurück und erschauert vor alledem. Das große Erdbeben lässt einen großen Teil Amerikas erbeben und lässt neue Verschiebungen entstehen, die Erdbewegungen mehren sich, wo es vorher nicht bebte, bebt es nun. Dies soll dazu dienen, die Menschen, die sich nicht ändern, aus ihrem Schlaf zu wecken. Betet ihr Kinder Gottes, betet für die Vereinigten Staaten, denn die Erde erbebt und die Natur lässt dem Menschen keine Pause. Betet ihr Kinder Gottes, betet für Frankreich, es wird erschüttert vom Terrorismus.
Betet ihr Kinder Gottes, betet für Mexiko, es erbebt und seine Vulkane erwachen. Betet ihr Kinder Gottes, betet, denn die Wirtschaft nimmt den angekündigten Lauf. 1. Wir, die wir die Boten Gottes sind, eilen dem Menschen zur Hilfe, wenn ihr dies zulasst, wir bleiben stets aufmerksam. Eure Engel, die über euch wachen, beschwören euch, euch zu bekehren, bevor das Böse euch vollkommen verwirrt und euch Steine gibt, anstatt Brot. Ihr lebt nach von Menschenhand gezeichneten Plänen, Plänen, die euch von Gott trennen. Sie sind voll von menschlichen Gefühlen und in der Masse, der ihr folgt, bleibt ihr in dem scheinbaren Bewusstsein, dass das, was ihr glaubt, richtig ist. Nicht alles, was der Mensch tut, ist widerrechtlich, aber die Mehrheit eures Handelns und Auftretens ist mechanisch, und weil ihr nicht in euch geht, um all dies zu erkennen, könnt ihr den einen Fuß nicht vor den anderen setzen, ihr fallt ins Unglück. Der göttliche Plan ist perfekt, aber der Mensch. Ihr, die ihr euch Söhne Gottes nennt, befolgt ihr diesen göttlichen Plan oder zerstört ihr ihn? Um mit dem göttlichen Plan zu kooperieren, müsst ihr Segen anziehen und Segen sein. Aber eure Interessen unterscheiden sich von denen des Herrn, das Böse hat den Menschen durchdrungen und ihn zu einer Spielfigur in seinem Plan gemacht. Die persönlichen Interessen sind vorrangig und bringen euch doch keine Freude. Reinigt euch, seid Segen in eurem Leben und ihr im Leben eurer Brüder. Wünscht nicht, eure Vorlieben und Ansinnen euren Brüdern aufzuzwingen, sondern handelt mit Verständnis in allen Lebensaspekten, denn das Leben ist ein Geschenk Gottes. Einige besitzen großes Wissen, aber fallen durch Satan kontinuierlich dem menschlichen Ego zum Opfer, und genauso verstricken sie sich ständig in den kleinen Details, in denen das menschliche Ego hervorsticht, der Wunsch nach Herrschaft. Dies gefällt Gott nicht. Der seine Werke und Taten demütig für das Wohl seiner Brüder, für seinen Nächsten und für die Menschheit aufopfert, wird es schaffen, sich mehr und mehr mit dem göttlichen Plan zu vereinigen. Der dieses Ziel nicht hat, setzt sich durch, sein Ego kommt hervor und es fällt ihm schwerer, im Geiste zu wachsen. Seid Segen. Betet für die wahren Instrumente, die ich beschütze. Seid kein Stolperstein, sondern Segen und Beistand für sie. Bereitet ihr euch auf die Warnung vor. 2. Ich segne euch, ich beschütze euch. Wer ist wie Gott? Offenbarung 12,7. Heiliger Erzengel Michael. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. 1. Verweis auf den Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Lesen. 2. Die große Warnung Gottes an die Menschheit. Lesen. Kommentar von Lutz de Maria. Brüder, der heilige Erzengel Michael redet abermals zu uns, damit die Menschheit sich bewusst wird, dass diese Generation großen Gefahren ausgesetzt sein wird, die sich nicht vermeiden lassen. Sie schädigen uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig und verändern den gesamten Organismus des Menschen, seinen Körper und seine Seele. Wir befinden uns in einem sehr brenzligen Augenblick der Menschheitsgeschichte, es findet ein Werteabfall statt und der Glaube befindet sich in einem heruntergekommenen und komplexen Zustand. Wie uns der heilige Erzengel Michael mitteilt, sind die Pläne Gottes perfekt, aber der Mensch hat sie entkräftet, er hat sich entfernt und schaut aus der Ferne gleichgültig auf Christus. Wie diese Botschaft betont, wird die Vermassung der Gesellschaft gelebt, um wie geplant die Welt und den Menschen zu beherrschen. Der Mensch, wenn einmal in eine Beziehung zum menschlichen Leben getreten, erhält die Erkenntnis, dass es die Fülle eines fundamentalen Tentakels des Antichrist ist, den die Menschheit aber nicht wirklich erkennen kann, wenn sie so lebt. Die Entpersonalisierung des Menschen und die Abwesenheit der göttlichen Liebe sind das Ergebnis der gesellschaftlichen Normen, die sich in der Gesellschaft festgesetzt haben, nur um Gott durch die größten Verbrechen und schwersten Sünden zu verdrängen. Gott wartet auf uns, er wartet sehr wohl, aber der Mensch muss ihn suchen,
er muss auf ihn zugehen. Er wird dies nicht schaffen, wenn er sich nicht vom Weltlichen lösen kann und sich nicht auf die Begegnung mit Gott vorbereitet. Es gibt so viele, die den Glauben nur als Teil der Menschheitsgeschichte und nicht als das ewige Präsent des Menschen ansehen. Wir sind dazu berufen, die Liebe zu sein, und diese kann nicht wachsen, wo die Liebe Gottes zu seinen Kreaturen unbekannt ist. Brüder, lasst uns ein Teil dieses Volkes Gottes sein, das zusammengeht, wissend, dass wir nicht perfekt sind, aber dennoch authentisch sein müssen. Amen.